Hoi, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem speziellen Deckprofil. Zwar ist Chong Banks, der beste Zatella-Spieler, zurück. Ich zeige euch mal ein Deckprofil, was ich jetzt zurzeit spiele. Ich werde es wahrscheinlich auch auf der EM spielen, aber mal schauen, ob es noch bis dahin noch so gut läuft. Drei Unukais in Gravefliegen, Denep halt wie immer, ganz normal Standard. Drei Altair, um Denebs wiederzuholen. Wichtigste Karte, die Sucher natürlich, die Denebs. Ein Vega reicht. Zeige ich euch, warum auch gleich ich einen spiele. Ich spiele einen Vega darum, weil ich die mit den Demise spiele. Demise sagt dann natürlich, wenn ich sie aktiviere, kann ich keinen Special in der Runde, deswegen auch nur einen Vega. Das ist auch meine Draw-Karte. Zusätzlich Draw zwei Pots und noch ein Upstart zum nochmal Karten ziehen. Zusätzliches Draw für die Monster dann ist halt noch ein roter, um die Monster zu suchen. Das ist meine Draw Engine. Dann ein Twin Twister und ein Raigeki. Raigeki um einfach ums Monster, um das Feld zu clearen. Twin Twister kam echt immer gut. Ich, eventuell auch noch ein MST rein oder ein zweites Twin Twister. Kann auch sein, aber kam eigentlich immer gut mit dem Eis. Wenn ich zum Beispiel ein Monster nachgezogen habe, werfe ich es gleich ab für Twin Twister. Hast du immer ein Monster zu führen. Genau. Eigentlich echt eine gute Karte. Das waren die Zauberkarten. Dann kommen wir zu den Fallen. Ich spiele ein Gosen-Match. Und drei Bribery. Einfach darum, weil man das, den Gegner langsamer machen kann und das Deck an sich ist ja sowieso schon langsam. Und dann ist man ungefähr auf dem gleichen Level. Dann spiele ich zwei Oasen und drei Calls. Einfach um die ganzen Satella-Monster wieder aufs Feld zu bekommen. Das ist ja, und mit Trevier kriegt man das wieder auf die Hand. Stört und Oase und Rivalry nicht? Ja, eigentlich schon, aber man muss halt... Das sind Titel, man, nein, cheaten zwar nicht, aber man muss halt ein bisschen überlegt spielen. Also manchmal aktiviere ich die Oase auch gar nicht, wenn es liegt. Da spiele ich, warte ich auch ganz einfach nur, bis Call kommt oder passiert einfach. Dann natürlich drei Nova, selbsterklärend, beste Karte. Zwei Strikes und eine Warning. Drei Strikes sind zu viel. Zwei Strikes sind gerade echt perfekt und die Warning ist einfach die beste Fallenkarte. Noch eine Frage. Ist Nova besser als die dritte Strike? Ja klar. Nova Nova negiert einfach alles. Und du hast einen zusätzlichen Draw noch. Deswegen ist die Nova eigentlich sehr gut. Und Nova kann zum Beispiel, wenn Trevier auf dem Feld liegt, tust du mit Nova halt Trevier opfern. Und kannst du mit Trevier nochmal special. Also ist Nova ist einfach die beste Karte. Okay. Dann eine Finish Chain. Zwei oder drei sind zu viel, weil einfach durch die Mist willst du keine toten Karten auf dem Feld haben, weil du willst dann drei Karten ziehen und drei auch setten, wenn es geht. Ansonsten, wenn halt dir tot auf dem Feld liegt, kannst du einfach nichts mehr legen und dann ist es, stört es dich. Du hast gerade was Interessantes angesprochen, also davor, die Strategie war ja viele offene zu haben und dann mit Gewehr immer zurückzubauen. Und jetzt hat sich die Strategie geändert. Wie ist da so der Unterschied? Ja, jetzt macht er die da, jetzt bounce er die weg. Der Unterschied ist, der Unterschied ist, Ryrie, wenn sie offen liegt, kann sie was. Und wenn Finish Chain offen liegt und nichts target, ist sie tot. Und deswegen ist Ryrie einfach besser, wenn du die offen hast. Und das Ziel ist sowieso genau. Nicht mehr so gut, wegen Cosmo, genau. Wegen Magic Spectre. Und man kann nicht alles zielen, deswegen ist eine schon ganz okay. Nein. Was meinst du? Ich glaube, ihr habt meinen Punkt nicht verstanden. Und zwar, früher, Satella konnte mithalten, weil die durch Gewehr Call und Finish immer zurückgebounced haben und wieder Plus gemacht haben. Also war nicht mithalten, das war so ein Bonus, was dem Gegner nochmal den Rest gegeben hat. Ich finde nicht, das war so ein bisschen Recycling. Ich weiß schon, was du meinst, aber... Ja, Finish Chain, also ganz ehrlich, Finish Chain sagt mir, ist eigentlich nur gut gegen Monarchen. Gegen Cosmo, Gegner kann das Monster unchainen. Gegen BA kann es auch nichts. Was gibt's denn noch? Gegen Fusionist kann sie vielleicht eventuell was und... Deswegen, eins ist eigentlich perfekt. Mehr kann ich nicht dazu erklären. Also immer wenn ich sie aktiviert habe und sie tot auf dem Feld liegt, habe ich immer, möchte ich sie lieber im Grave haben wegen Demise, anstatt irgendwie tot auf dem Feld. Das war's. Eine Emptiness gegen alles halt. Eine Chaos Trap Hole einfach, glaube ich, ist zurzeit die beste Counter Trap, die es eigentlich was gibt. Gegen Monarchen, gegen Cosmo, gegen BA.
gegen fast alles eigentlich. Gegen Teller selber auch. Ein CT, um einfach das Feld zu clearen, falls irgendwas Heftiges kommen sollte. Ein Deflektor. Ein Deflektor spiele ich darum, da, weil viele jetzt Twin Twister spielen, auch Main schon. Monarchen spielt auch schon Twin Twister Main, BA spielt Twin Twister Main. Und Twin Twister ist halt AIDS gegen das Deck, wenn man möchte. Und eine Mirror Force würde ich wahrscheinlich sogar zwei spielen, weil ich doch nicht so oft Monster auf dem Feld habe. Und Mirror Force einfach. Aber Gegner. Welche Mirror Force? Das ist nicht die normale. Ja, die Mirror Force halt. Wie heißen die? Ertränkende Mirror Force. Genau, das war mein Deckprofil. Wie bist du wieder zurück auf Satella gekommen? Was hat dich dazu geführt? Ich weiß nicht, ich saß abends. Ich weiß es. Also ganz ehrlich, letzte DM war mit Satella Top 32. Er war ein bisschen hochmütig, aber verdient. Und dann hatte er eine Talfahrt, wirklich. Es ging immer weiter runter. Und er hatte noch ein bisschen diese emotionale Bindung zu Satella, weil er was gerissen hat. Nicht nur Toilettenpapier. Und deswegen kommt er wieder zurück zu den alten Wurzeln und es kann was auf jeden Fall. Und er hat es halt perfekt unter Kontrolle. Auf jeden Fall back to the rules. Eines Abends saß ich nach der Arbeit zu Hause, habe einen PC angemacht, ein bisschen Dual Network und da habe ich immer Cosmo gespielt. Und Cosmo war halt irgendwann langweilig, deswegen habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, bauen wir wieder mal Satella. Und dann habe ich dazu gebaut. Und das, bis jetzt lief es. Ich glaube, letzten Sonntag habe ich damit sogar hier ein Turnier gewonnen in FFB. Zwar kein großes, aber immerhin. Gegen sechs Runden habe ich einfach durchgezogen, 2-0 jedes Mal. Sehr gut. Habe ich noch was Kleines hier für euch, das Extra-Deck. Ist zwar nicht perfekt, aber... Achso, ja, okay. Standard Level 4, oder? Ja, Gewehr, wichtigste Karte. Auf jeden Fall ein cooles Deck-Profile. Das wird die Fans sicher freuen. Und hoffentlich werden die nicht mehr so viel leiden. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereich und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite. Dort findet ihr täglich neue News. Zum Beispiel vielleicht von Terminen für neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.